Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Angie von One Kitchen und heute habe ich euch den Food Prozessor mitgebracht. Das ist dieses schöne Teil, ich habe es hier schon mal anmontiert. Passt also auf alle eure KitchenAid, wenn ihr eine KitchenAid habt, passt es definitiv, weil die haben alle die gleiche Anschlussnabe. Das läuft konisch hier hinten, passt hier rauf, wird hier mit eurer Schraube zugeschraubt und dann könnt ihr loslegen. Wundert euch nicht, das Teil ist ziemlich groß und sieht sehr kompakt aus, aber das Ergebnis ist wirklich auch sehr präzise. Das kommt in einigen Teilen und ich will euch die mal einzeln kurz auseinandernehmen, damit ihr seht. Also ihr habt einmal den Korpus rangebaut, dann habt ihr nochmal so ein dunkleres Kunststoffteil, was hier reinkommt. Und dann habt ihr den Deckel und der Deckel ist dreigeteilt und das hat Gründe. Ganz logisch eigentlich, na, wenn ihr eine Karotte in Scheiben schneiden wollt, dann fällt die hier nicht quer und ihr könnt die gerade hier durchjagen und dadurch habt ihr dann schöne gerade Scheiben. Genau. Oder aber die Öffnung, ihr nehmt die große Öffnung, dann könnt ihr eben eine ganze Kartoffel oder einen Rotkohl oder so in größeren Stücken reinmachen. So, dann habt ihr diese hübsche kleine Aufbewahrungsbox dabei und da sind eure ganzen verschiedenen Möglichkeiten drin. Ihr habt 5 verschiedene Schnitttechniken hier. Zum einen habt ihr eben einmal das Messer, wo ihr hier am Gerät außen die Scheibenstärke einjustieren könnt. Also ihr könnt 1, 2, 3, 4, 5 mm, 6 mm unterschiedlich Stärke der Scheiben variieren. Und ihr seht schon, wie ich das hier halte. Extra dafür ist nämlich diese Löcher hier drin. Wundert euch nicht, damit ihr euch nicht verletzen könnt, könnt ihr eben diese Fingervorrichtung nutzen, damit nicht das Messer euch schneidet. Dann habt ihr diese ganz tolle und wirklich super coole 8 mm Würfelfunktion. Das schneidet eben Kartoffeln und rote Beete. Ich zeige euch das auch nachher und auch, wie es zusammengebaut wird. Also 8 mm. Dafür, für den 8 mm Schneider, habt ihr ein extra Messer. Das ist das hier. Das hängt damit zusammen. Und dann gibt es beim 8 mm Würfler nochmal was zum Reinigen, damit eure Mango und so alles, was ihr schneidet, eben auch alle Reste nachher raus gepusht werden können. Und dann haben wir hier nochmal einen Adapter für die beiden Scheiben, die sonst noch dabei sind. Den Adapter setzt du auf, wenn du zum Beispiel so Julien schneiden möchtest. Das ist die hier, Julien. Kleine, dünne, lange Stifte. Super schön. Werde ich euch gleich auch vorführen. Oder eben hier nochmal grob raspeln und fein raspeln. Die dreht ihr einfach um, je nachdem, wie ihr arbeiten wollt, was ihr für ein Ergebnis haben wollt. Fein oder grob, ne? Hier wieder die Löcher für eure Finger. So, jetzt geht's los. Jetzt zeige ich euch dann die verschiedenen Schnitttechniken. Okay, ich fange mit den Scheiben an. Also wie bereits erwähnt, könnt ihr die Scheibenstärke einjustieren. Das ist sehr praktisch. Ihr setzt also das Kunststoffteil wird anfixiert, dann angeschraubt, dann setzt ihr die Scheibe auf. Dann kommt der Deckel drauf mit der Öffnung nach vorn. Das muss richtig klicken. Wenn der richtig drauf ist, hört ihr das? Klick, jetzt ist es richtig drin. Und dann stellt ihr eure Maschine auf eine hohe Leistung, denn ihr wollt ja, dass das Messer sich schnell dreht, dann kriegt ihr ein viel schöneres Schneidergebnis. Und hier könnt ihr jetzt die Scheibenstärke einstellen. Also, los geht's. Ich stelle hier meine Schüssel drunter. Und zeige euch jetzt einfach mal den Unterschied. Dickere Scheiben. Oder dünnere oder eben zum Beispiel die Karotte, die ihr hier gerade reinpuffen könnt. Dünne Scheiben. Als nächstes haben wir die schönen Stifte. Wie bereits erwähnt, nehmt ihr dafür den Adapter, setzt den auf und auf den Adapter kommt dann eure Scheibe. An die Fingerjustierung denken. Falls rum. Nein, doch nicht. Okay, Deckel drauf, Öffnung nach vorne, Schüssel drunter stellen. Dünne kleine Stifte, fast Julien. Schaut mal, die sind wirklich sehr präzise.
Das sind also schöne kleine Stäbchen für Wokgemüse oder Salate, ganz prima. Als nächstes zeige ich euch den hier, da brauchen wir auch den Adapter für. Und da könnt ihr, wie gesagt, die Scheibe umdrehen, links oder rechts rum, einfach aufsetzen, Deckel drauf, dann geht es schon weiter. Jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Kartoffel. Das war die grobe Seite. Und jetzt drehen wir die um. Und jetzt zeige ich euch noch die feine, die ihr auch für Parmesan nehmen könnt oder für Rohkost oder für Kartoffelpuffer. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man alles so schneiden möchte oder einen Apfel oder einen, ja, einfach Rohkostsalat, die jeder Art. Ich glaube, man kann den Unterschied ganz gut sehen. Wenn du mal mit der Kamera näher rankommst, sieht man nämlich, das ist sehr fein und der ist ein bisschen gröber. Also hier hast du ein bisschen gröbere Stifte und hier hast du nochmal etwas längere, etwas gröbere Stifte. Okay, das sind also die verschiedenen Möglichkeiten der Scheiben. Und jetzt kommt noch der 8 mm Würfelschneider. Messer. Und dann nein, falsch rum. Zuerst der mit dem Loch über das Loch, ganz logisch, dann das Messer und dann wieder der Deckel, das war es auch schon. Dann können wir 8 mm Würfel schneiden, wobei ich dafür jetzt eine neue Schüssel nehme, damit ihr auch das Ergebnis richtig toll sehen könnt. Zum Beispiel Kartoffeln. Super schönes, feines, schnelles Wokgemüse. Jetzt zeige ich euch noch die Tomaten und die Paprika. Einfach mal weiche Sachen, weil mit diesem Foodprozessor-Aufsatz habt ihr eben auch die Möglichkeit, weiche Sachen zu schneiden. Das können sonst Gemüseschneider in der Regel nicht. Ich meine, ist natürlich klar, dass das weiche Innenleben der Tomate kein Würfel werden kann, ne? Weil das habe ich jetzt ja auch nicht rausgeschnitten. Aber ihr seht, ihr habt ein ziemlich schönes Ergebnis, die Paprika, die Tomate. Also 8 mm Würfel, das ist auch für Mangos und Avocado und so könnt ihr ganz schöne, tolle Obstsalate oder eben Salate machen. Aber eben auch die Scheiben oder die Julienne könnt ihr für weichere Sachen nutzen. Zum Reinigen könnt ihr diese Teile, die komplett aus Kunststoff sind, natürlich in den Geschirrspüler tun. Das hier ist ein Messer. Messer kommen nicht in den Geschirrspüler. Das Teil hier kann wieder in den Geschirrspüler auch. Und ach ja, ihr habt übrigens, ich hatte ja erwähnt, es gibt noch so ein extra Teil zum Saubermachen. Das setzt ihr einfach hier oben so an und könnt dann die Reste so rauspressen, ne, dass euer Messer hier drin auch sauber ist. Das ist also auch ganz praktisch. Könnt ihr den rausnehmen, der darf auch in den Geschirrspüler. Das hier darf auch in den Geschirrspüler. Und den hier, diesen Korpus, mit dem ihr das Ganze fixiert, das könnt ihr einfach bitte unter fließend Wasser abwaschen, abtrocknen und dann ist es fertig. So, jetzt habt ihr euch die Küchenmaschine gekauft und ihr wollt Gemüseschnipsel und ihr fragt euch, welches ist der richtige Gemüseschneider für euch. Also, beim Foodprozessor habt ihr den wirklich deutlichen Vorteil, 8 mm Würfel zu schneiden. Das kann echt nur der hier. Ihr könnt die Scheibenstärke variieren und ihr könnt Julienne und grob und fein raspeln.
Das Raspeln kann der Gemüseschneider, also dieses Teil hier ist der normale Gemüseschneider, der kommt mit 3 verschiedenen Trommeln und ihr könnt 3 dazu kaufen. Und die Julien und die groben und feinen Raspeln, die könnt ihr mit dem hier genauso wie mit dem hier machen. Und wenn ihr mehr backt und ihr macht mehr Nüsse und Schokolade oder Parmesan oder so, dann ist das hier optimal für Nüsse, Parmesan, Schokolade, alles was so Semmelbrösel und so. Das könnt ihr auch mit dem hier schneiden und mit dem hier könnt ihr eben sehr präzise schneiden, sehr fein schneiden. Ihr könnt eben diese 8 mm Würfel schneiden. Ihr habt eine etwas kleinere Öffnung, habt 2-3 Teilchen mehr Abwasch. Das ist im Prinzip so der wesentliche Unterschied von dem klassischen Gemüseschneider und dem Foodprozessor. Okay, das war's auch schon mit dem Foodprozessor. Viel Spaß damit und bleibt dran, guckt euch unsere nächsten Videos an. Wir zeigen euch alle Zubehörteile von KitchenAid, alles was ihr bei One Kitchen kaufen könnt, kommt irgendwann in den Videos. Abonniert unseren Kanal, wir freuen uns. Bis bald!